Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Schatzsuche. Wir haben heute Orkan mit Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern und es ist hier auf den Feldern auch sehr ungemütlich, aber der Schnee ist weg, also die Eindringtiefe ist optimal. Deswegen heute müssen wir Sonnengrillen gehen und versuchen was Gutes zu finden. Es wird nicht ganz einfach werden, aber ich denke, wir finden trotzdem was. Wir schaffen das. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich weht es uns nicht weg. So, der erste Fund ist ein Knopf. Ist ab. So, das ist eine Musketenkugel, der nächste Fund. Das sind Teile abgezwickt worden dran. Na schau. Den Kopfhörer geht hier gar nichts. Ja, es wird aber auch nicht weniger windig. Jetzt kommt die Sonne raus. Und wir haben einen tollen Fund, hoffe ich. Das sieht interessant aus. Es ist auch eine kleine Schlitzrose. Gutwertiges Geschirr. Der nächste Fund ist ein Eisenring. Und wieder ein Oberflächenfund. Knopf. So ein super Fund. Könnte sich eine Darstellung von einem Drachen oder einer Schlange handeln. Auf alle Fälle aus Kupfer und leider eben von der Bodenbearbeitung zerhäckselt. Irgendwo aufgenäht gewesen, so viele Löcher. Ja, vielleicht sind wir noch die verteilten anderen Teile, aber es war ganz oben, also vielleicht 5 cm. Das wird nicht einfach. Ein Stück. Auf alle Fälle könnte es aber verbunden sein. Das ist hier diese erste Schicht. Ich weiß auch runter. Ich nehme es mal auf jetzt mit GPS. Und weiter geht's. So, 2 Schritte weiter. Der nächste Fund. Wieder ein aufnahmewürdiger Fund. Das war hier eine Buchschließe, denke ich mal, eine Schließe. Da hinten ist hier noch die Öse zu sehen. Hier vorne ein Verschlussmechanismus. Und es ist auch eine Verzierung zu erkennen. Eine Kasse. Ah. So. Ich denke, das ist ein Knopf war. Ja, die Öse unten fehlt. Ja, das war ein Knopf. Das ist der Fund. Ich denke, das ist ein Knopf war. Aber irgendwie eine Münznachbildung vielleicht. Ist das Kupfer? Ist das dünn? Könnte mal eine Öse gewesen sein. Und hier habe ich, glaube ich, eine Münze. Sieht ja 50 Pfennig, 1920. Und schon Wind hier sich Regen bringt Segen. Auch bei Sturm. Hat ja auch verkehrt gedacht. Er ist gerade angekommen mit seinem 4x4. Sandelmobil, jetzt schaffen wir hin zu ihm. Lust habt, schaut mal auf seinen Kanal, macht auch super Videos. Ne? Metal Detecting Bavaria und weiter geht's. Und der nächste Fund ist wieder ein sehr schönes, ich denke mal, Endstück. Könnte sein, dass hier Lederring drin war, möglicherweise. Was Kupfer. Das ist eine Münze. Münze 24, 5,
Pfennig oder Reichspfennig? Rentenpfennig. Okay, deutsches Reich. Geschoss gewesen sein. Wir haben die Dinger geschultert und jetzt geht es zur nächsten Genehmigung. Nächste Genehmigung Nummer 40 befindet sich auf einer Waldlichtung. Bei diesem Orkansturm, den wir heute haben, mit Abstand zu den Bäumen natürlich halten. Dass uns da nichts drauf fällt. So. Na, wir sehen uns hier schon mal wieder. Da unten ist die Genehmigung 63, wo wir schon mal vor ein, zwei Jahren waren. Und es gibt immer noch anschließende Flächen, die nicht kartiert sind. Mal schauen. Da hinten sieht man schon durchschimmern die nächste. So, bis gleich. Überall toster Sturm und hier auf dieser Lichtung ist Windstille. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Abstand halten zu den Bäumen, sonst wird es lebensgefährlich, weil hier die Äste teilweise runterfallen. Wir haben einige schon gesehen, aber das machen wir. Hier geht's los. Viel Spaß! Ein Stück Blei. Und eine Münze oder so. Vermute ich mal. Ja. Stark korrodiert. Kann nicht sagen, was es ist. Könnten vielleicht irgendwie vom Gewicht her irgendwie 50 Reichspfennig sein aus Aluminium zu 1920. Das wird hinkommen. Aber die Korrosion ist seltsam. Mal Aluminium. Tut sich ja nichts. Mal vorsichtig reinigen. Und wieder weiter. Es ist sehr matschig hier. Aber nur ganz oben. Drunter wird es dann besser. Sehen, ich habe irgendwo gerade eben noch da hier. Ich denke, das könnte wieder ein schöner Fund werden. Ja, eine Münze. Das ist auch ein Reichspfennig. Kupfer. Ja, also vorsichtig sauer machen. Die Schicht vom Patina, wenn man dann versucht zu entfernen, meistens die Münze dann auch nicht mehr lesbar. Kein guter Erhaltungszustand. Trotzdem, Münze ist Münze und weiter geht's. Sieht ja aus wie ein Münzengraben, könnte sein, weil ich habe hier vom Landwirt die Info, dass in der Nähe noch eine SS Einheit Widerstand geleistet hat. Könnte also sein, dass hier noch ein alter
Schützengraben gebaut wurde. Ja, das bietet sich an. Man hat gute Sicht auf die Lichtung raus, möglicherweise. Gerd sucht das jetzt mal ab und schaut bitte auf sein Video, dann vielleicht findet er was. Das ist eine Musketenkugel oder Pistolen, ein Geschoss, ja, vom Durchmesser her, sehr klein. Wunderbar. Hier wachsen Flechten und Moos in Massen im Unterholz. Unglaublich, also sieht auch von Weitem ganz klasse aus. So, wenn ich hier, weil ich hier was gefunden habe, und zwar einen Knopf. Öse ab. Jo. So, nächster Fund. Ist hier ganz klein. Pistolen, Patronen, Hülse. Sturm ist noch heftig. Nur hier ist eigentlich ein bisschen ruhiger. Man sieht auch oben die Wolken schnell ziehen. Und nächster Fund ist nur ein Eisenring. Ein aufgetroffenes Projektil. Okay. Und wieder eine Münze. Was war denn? 5 Reichspfennig. Zinkmünze aus dem Zeitraum Zweiter Weltkrieg. 1940 oder so. Wir wechseln nochmal die Genehmigung und gleich geht's auf der dritten Fläche weiter. So, Anreise zur nächsten Fläche. Anreise. Anmarsch. Anmarsch zur nächsten Fläche. Gleich geht's los. This part in a ship. So that's not bad, a little bad. Also, die nächste Genehmigung haben wir jetzt auch wieder. Wir befinden uns ein bisschen im Windschutz, aber der Sturm wird immer stärker und wird auch ein richtiges Knarzen in den Bäumen und Stämmen. Das wird echt gefährlich jetzt. Ein Ochsenschuh. Okay. Die Fläche ist stark vermüllt. Na, ist wieder mal ein nicht so gutes Areal. Und hier liegen überall wirklich problematische Sachen rum. Also Plastik, Autoreifen in den Hecken und hier ist eine Batterie, die ist schon ausgelaufen. Ich nehme es jetzt zwar mit und entsorge sie, aber es ist also uferlos. Mal sehen, es wird der Sturm immer heftiger. Wir haben die Genehmigung nochmal gewechselt. Nächster Fund. Das ist ein schöner Scheibenknopf, Arsenbronze, Öse intakt, wunderbar, sehr schön, klasse. Stück von der Harmonika, Stimmblättchen. Gutes Zeichen, überall noch viele Bruchstücke und jetzt ein größeres vom Stimmblättchen. Das ist immer ein gutes Zeichen, mal sehen. So, mal ein bisschen Licht gemacht, weil hier nicht mehr genügend Belichtung ist, ein Stück. Vielleicht ist gedacht, eine Glocke kann auch sein. Interessant. Ein Bruchstück von einem Knopf. Und noch ein super Fund gemacht. Ein alter Schlüssel. Vorne Bart dran. Sehr schön. Sieht, nichts sieht. Hier habe ich noch mal einen Eisenring. Einer von vielen auf dem Rückweg zum Fahrzeug. So, der Sturm lässt sich nach. Ich wünsche euch alles Gute. Gut Fund. Servus.